Hans, ich weiß aus vielen Gesprächen, auch wenn viele mit Bammel hier runterfahren, du hast richtig Spaß. Viel Glück. Heute bin ich so richtig scharf aufs Fahren. Die Streifen, die ist super präpariert, wie selten zuvor. Aber das macht das Ganze sehr schnell. Extrem schnell. Schauen wir's an. Okay. Weg beim Start, geht's gleich mal kräftig bergab. Da holen wir aus. Erste Rechtskurven, links da und schon Sprung in dem Ausfallen. Juhu! Ja, jetzt geht's drin. Kompression. Linkskurve. Da schlagt's. Anfahrt, U-Turn. Hoch raus. Und jetzt hin zum Tor. Richtung Steilhang Einfahrt. Und da ziehen wir schon rein. Knapp zum Netz. Steilhang Ausfahrt. Probieren hier oben zu bleiben, aber es wird schon wieder. Es wird eng. So, und jetzt sind wir im Geschoss. Ziehweg. Einfach gut gleiten. Schief flachstellen, tiefe Hocke fahren. Und keinen Zentimeter herschenken. Eng vorbei, Sprung in die alte Schneise. Boah! Der geht viel weiter weg, wie im Training. Eng zum Tor. Anfahrt Seidel im Sprung. Ja, ein Hop so von ca. 30 Meter. Doppel links. Umlegen. Eng zum Tor. Anfahrt Lerchenschuss. Ausholen. Zum Tor hin. Ewig haben wir Rechtsschwung. Leichte Kompression. Und jetzt geht's Oberhausberg. Sogar leicht bergauf. Doppel links. Und jetzt geht's hin. Zum Hausberg. Und jetzt gehen wir nicht mehr aus. Hausbergkanten. Sprung. Kompression. Einfahrt in die Traversen. Und jetzt wird's leicht stressig. Holy moly. Es geht dahin. Sprung in den Zielhang. Boah. Da schlagt's. Vorne bleibt Zielsprung. Letzten Meter bis ins Ziel. Und zack über die Linie. Und unten im Ziel, da steigt seit Stunden eine Skiparty. Oben am Start, da steigt sekündlich die Nervosität. Hans Knaus mit der Kamera und einigen Schwierigkeiten.